Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Hauptbrion. Mit dabei ist Justin, der edle Herr. Hallo. Und kein weiterer. Ja, wir machen weiter. Ich bin mit der Aussaat mit Raps. Es regnet hier. So ein Mist. Und wir müssen arbeiten, sonst kommt nichts rüber. Ja, wir haben diskutiert über die Pläne, was wir in Zukunft machen wollen. Ich wollte ja immer ein Lamborghini haben. Nein. Wir werden uns Felder kaufen. Ja. Wenn das Geld da ist. Und nacharbeiten. Aktiviert hier Konsole. Aha. 54 FPS. Ja, Land werden wir uns kaufen, und zwar kurz gezeigt, wenn wir das Geld haben, 29 und 28. Liegt ja fast in unserem Bereich. Kommst du jetzt her? Achso, von der BGH. Auf längere Sicht, wenn wir die Felder uns gehören und die Marsch noch nicht fertig ist, dann könnten wir hier irgendwann mal Mais anbauen und dann über Mais-Silage machen. Wir müssen aber die BGH haben, dass sich das lohnt. Beziehungsweise wir könnten auch theoretisch. Ich weiß nicht genau, ob wir die Silos dann nutzen können. Das weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn es uns nicht gehört. Ne? Aber die kannst du sogar jetzt schon nutzen. Ich glaube, ich weiß aber nicht. Ja, eben, das ist. Das ist, ja, abkippen können. Ne? Ja, Ballen ablegen ist das eine, aber wie gesagt, wir müssen ja auch dann ganz komplett. Verdichten und so. Klar, verkaufen kann man das irgendwie anders, als wenn wir jetzt theoretisch selber herstellen würden. So. Oh, hier ist noch ein Strohball. Den haben wir da, ja. Wie kommt er da hin? Auf Tankmeo. Wer hat denn das da gemacht? Weiß ich auch nicht. Wenn ich in den Alpen weiß, der auch. Und? Nee. Und dann passt doch nicht rauf, ne? Der Strohball passt nicht rauf, ne? Ja, du kannst, entweder du fährst Silage mit 150 cm oder du fährst Strohball mit 180. Der Ballenwagen meckert dann immer, wenn dann bald eine andere Größe kommt. Ist ja also. Oh, wir haben viel mit der Aussaat zu tun. Mal kurz gucken, was der andere macht. Geht nicht. Aber Silage braucht länger zum Silieren. Ne? Mais ist ja auch was sehr lange braucht, ne? Wo es spät geerntet werden kann. Ja, wenn Kursplay funktionieren würde, rein theoretisch. Und auch mehr für, also auch ein Surfer. Und wir dann theoretisch. Mit Autodrives zusammen und Großbrett das sammeln können. Da könnte man auch Gras machen. Ja. Da könnten wir mal probieren, beim nächsten Mal. Die Außerirdischen sind da, habe ich ein Zeichen. Ja, bei der Menge Ballen, was wir zurzeit haben, wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gut, dann müssen wir einen Sammelwagen haben, ne?
man das lose reinfahren könnte. Man könnte ja zumindest mal mit einem Sammelwagen mieten probieren, ob es überhaupt geht. In Zukunft. Also vielleicht, auch solieren dauert ja auch ein paar, zwei Tage. Aber Gras ist halt früher reif wie Mais. Aber Gras rentiert sich nur, wenn er jetzt wirklich drei Schnitte machen kann, ne? Wenn du jetzt nur einmal ein Jahr das machen willst, ist das ungünstig. Kannst ja nächstes Jahr Raps ernten. Ja. Dann brauchst du aber halt einen großen Drescher, ne? Ach. Ach, das Drescher auch vorbei. Was für Not kannst du auch einen Helfer arbeiten lassen. Ja. Ja, dann müssten ja die Wiesen bald noch gedüngt werden, ne? Ja. Ja, dann hast du schon eine Aufgabe für das nächste Mal, ne? Das ist immer genug Arbeit da. Wenn ich da nicht vergessen. Ja. Das wäre schon nicht vergessen. Wir wünschen mal einen schönen Freitag. Ja, ein schönes Wochenende schon mal. Ja. Dann hast du wieder eine Woche Schule rum. Ja, machen wir dann. Wahnsinn, die Zeit vergeht, ne? Ja. Der ging noch nie so schnell. Dann kannst du nächste Woche noch Schnee schieben. Nee, lass mal. Nicht? Nee. 3 Meter Schnee, dann musst du einen Tunnel graben. Nee. Wenn du die Tür zu Hause. Wenn du die Tür aufmachst und du stehst vor der Schneewand, dann hast du ein Problem, weil die Schaufel ist nämlich draußen, woanders. Ja. Ja. Na, hast du schon Glasfaser? Nee, immer noch nicht. Ich kenne sogar einen Regen da. Mit F5 kannst du das sehen. Ja. Sieht doch cool aus. Der hat was, ne? Ja. Wir sind beide vertreten hier. Ja.
kriegen auch noch einen Ertrag durch Sojabohnen, ne? Die Felder und nächstes Jahr auch gesichert. Wo willst du denn hinbauen? Die Öl, da wo die Strohballen sind? Ja, hätte ich so gedacht. Ja, macht doch Sinn, dann brauche ich da nicht aussehen. Deswegen habe ich da auch die Strohballen hingelegt. Ach so, okay. Ja, genau. Aber du wusstest genau, dass ich uns dagegen fahre, irgendwann mal gelingt. Ja. Das ist wie Kegel. Ein treffe ich und alle fallen um. Ja. Das schaffen nur Profis. Ja, August ist August, ne? Ja. Und da kommt der September, Oktober, November. Mal was gucken. Verdächtig gleiche Temperatur eingestellt hier. So, ich habe versucht, die Zielanstalt zu finden. Die Temperatur ist mir so spanisch hoch. Junge, Junge, die Ausdauer lange, ne? Glaub mal, beim Treffen hat auch lange gedauert. Ja, ist ja halt so, ne? Die großen Geräte kann man nicht leisten, ist halt so. Oh. Weiß ich, hier eine Sämaschine. Ich fahre nicht jetzt in den Acker rein. Wo die Arbeitsbreite stimmen würde, wird ja auch 8 Meter. Die braucht 12 Meter. Das brauchst du ungefähr an Geld. Ja, 206.000, ne?
Ist ja auch nicht ohne, ne? Müssten mit Tourism und Helfer mehr arbeiten. Das kostet auch wieder Geld. Ja, da muss es reichen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein für heutige Folge, am heutigen Freitag. Dann wünschen wir allen einen schönen Restfreitag und einen schönen Start ins Wochenende. Und tschüss, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.